Hello Friends, Michael Buchinger hier. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Michael kommentiert Kommentare, der Sendung, die insofern anders ist als Michael beantwortet Fragen, da ich hier auch auf Aussagesätze eingehe und auf Satzfragmente. Wow! Wie viel Spaß kann eine einzige Person haben? Ich weiß es nicht. Lasst es uns herausfinden. In erster Linie ein großes Dankeschön an alle Zuseher, die mich sofort wissen haben lassen, dass Song Contest Gewinnerin Conchita Wurst mein letztes Video auf ihrer Facebook-Seite geteilt hat. Das war ziemlich cool, aber das einzige Problem war, ich war gerade an der Uni in einem Kurs, der noch 3 Stunden dauern würde. Ich würde urgern laut schreien und vor Freude platzen, aber ich muss mich jetzt noch 3 Stunden zusammenreißen. Und ich bin also 3 Stunden so da gesessen und habe gedacht, und als ich dann endlich aus dem Saal draußen war, konnte ich das hier machen. Ja! Okay. Das Warten hat sich ausgezahlt, also danke für eure Kommentare diesbezüglich und natürlich auch ein großes Dankeschön an Conchita Wurst. Danke! Nächster Punkt, eine Kategorie, die ich liebevoll Kommentare nenne. Ich habe mir letztens mein langes Haar kurz schneiden lassen und natürlich hatten viele Leute etwas dazu zu sagen. Deine Haare, Michi, oh, 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 deine Haare, okay, aber dein neuer Haarschnitt ist auch gut, aber das andere war you. Es haben viele Leute gesagt, meine alte Frisur war so typisch Michael Buchinger und ich denke mir, hey, ich bin Michael Buchinger, alles was ich tue ist typisch Michael Buchinger, weil... Hört auf, mein Gehirn zu verwirren. Ich bin ja der Michael Buchinger. Gestrandete Kokosnuss. Die Stirnfransen sind so richtig Labercase 300. Wow! 4 von 6 Worte sind immerhin richtig geschrieben, also gratuliere dazu. Das klingt ein bisschen so, als hätte ich Copyright auf die Phrase Labercase 3000 und deswegen muss man veränderte Versionen verwenden, so wie Labercase 300. Funny Galle, ich vermisse die Lidl-Verkäufer-Frisur jetzt schon. Ich finde, diese neue Frisur ist viel mehr Lidl-Verkäufer-Frisur. Stell es dir vor, ich im Lidl, wie ich dir versuche zu helfen. Möchten Sie meine köstlichen Karotten kaufen? Aha, jetzt im Angebot. Ha. Mehr alte Frisur, wo mehr so Biomarkt oder Reformhaus, so, ich habe eine Klangschale. Second Blood Brother. Lieber Michael, bitte verwende nicht mehr den Ausdruck, ich hatte eine gute Zeit. Das ist ein perfektes Beispiel eines Anglizismus. Hört sich auf Deutsch einfach grässlich an, also bitte nicht mehr verwenden. Liebe Grüße, Christian. Nun, lieber Christian, du nennst dich auf YouTube Second Blood Brother und das ist, soweit ich weiß, Englisch, okay? Also wenn das nicht der Topf ist, der den Kessel schwarz nennt, dann war sie wirklich nicht weiter. Das war jetzt der Strohhalm, der den Rücken des Kamels gebrochen hat. Wie kannst du mir unterstellen, dass ich Dinge vom Englischen ins Deutsch übersetze? Geh harm. Ich tue so, als wäre das die schlimmste Beleidigung aller Zeiten, zu jemandem zu sagen, geh harm. Das ist gar nicht schlimm. Ich bin liebend gern zu Hause. Wie man merkt. Nächste Kommentare. Mir ist gerade eingefallen, dass ich eine wichtige Komponente dieser Videos vergessen habe. Mein Funmaster 3000 ist zurück und hilft mir dabei, Leute zu verarschen. Iris Belihard sagt, ich habe von dem Leid auch nur den Ohrwurm. Nun Iris, das sind wir uns ähnlich. Ich habe von dem Leid anderer auch immer einen Ohrwurm. Hey, wie geht es dir? Nicht so gut. Meine Großmutter ist gestorben. Meine Großmutter ist gestorben. Oh yeah. Ha, Rechtschreibfehler. Christine Neder, ich möchte ein schwarzes Baby von dir. Nun Christine, das lässt sich einrichten. Wir stehlen einfach total viele schwarze Babys, viel mehr als Brad und Angelina adoptiert haben. Und wir nennen uns Miss Tine oder Krishael, was überraschend jüdisch klingt. Und dann kannst du ein Buch drüber schreiben mit dem Titel 90 Nacht- und Nebelaktionen, 90 schwarze Babys, yay! Wow, ich bin einfach so ein Brunnen der Inspiration. Also wenn jemand Ideen braucht, seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Fernando Ocampos stellt ein sexy Bild auf meine Pinnwand, das einen Typen zeigt, der lässig gegen ein Motorrad gelehnt herumlümmelt. Wow, ich möchte auf dieses Motorrad springen und es bis zum Horizont reiten. Wir könnten irgendwie das Kanye West, Kim Kardashian Musikvideo Bound 2 nachstellen und wir nennen unsere Version Bound 2 Get Raped.
weil es wie ein sehr schmieriger Typ aussieht. Aber danke für dieses Bild, ich freue mich immer über Bilder. Jede gute Sendung muss mit einem Song aufhören. Und zum Glück hat Bockwursch einen Song für mich gemacht, oder Matthias Nowak sehe ich, dass er wirklich heißt. Okay, mit dem Titel His Name is Michael Buchinger. Und das ist toll, denn mein Name ist Michael Buchinger. Hit it! Ganz ruhig bleiben, Michael. Niemand wird dir wehtun. Ich liebe es, wie du aus Gebitte einen Beat machst. Gebitte. Tolle Arbeit, lieber Matthias Nowak. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart bei dieser kleinen Shitshow, die ich Michael kommentiert Kommentare nenne, aber mir eigentlich nur als Ausrede dient, ein Glas Wein zu trinken. Wow. Classic Buchinger. Okay, wenn ihr meine Videos mögt, dann klickt doch den Abonnieren-Button oben und danke, dass ihr so toll seid und immer so fleißig kommentiert. Mein letztes Video ist das Conchita-Wurst-Video, von dem ich vorher gesprochen habe, deswegen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, seht es euch doch an. Bis zum nächsten Mal. Nun, Christian, du nennst dich auf YouTube Second Blood, warte. Second Blood, du nennst dich auf YouTube Second Blood, warte. Kannst nicht mal aussprechen, okay?